Restauriert worden ist, um das einfach mal vom Blick her hier zu zeigen. Lohnt sich, sind direkt im Marktplatz, Ratskeller. Und zeigen die sehr schönen Häuser. Wunderschöne Straßen und Gassen in Grimma. Die Häuser zeigen wir noch, aber wir haben auch hier sehr schöne Beschriftung. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Friedrich von Schiller. Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit tauschen. Abraham Lincoln. Und nochmal aus der Bibel. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Das passt ziemlich gut auf die heutige Zeit des Great Reset und der Globalisierung und der Sachsenkanal, senderfreie Sachsen, ist jetzt in der Kreuzstraße in Grimma
und wir haben das Haus vom Fischhandel bewundert und plötzlich öffnete sich ein Fenster und wir wurden angesprochen und sind jetzt ins Gespräch gekommen. Der Herr ist runtergekommen und das ist der Chef vom Fischhandel Grimmer und wir dürfen jetzt mal ins Haus gehen und vielleicht hier sogar in den Garten, in den Hof und erzählen Sie einfach mal. Ach so, ich muss noch dazu sagen, Angler seit 1960, Naturliebhaber, ich habe Fische gezüchtet und Aquarium und hier sind wir auf Fischzüchter im Großen gestoßen mit dem Fischhandel, der also selber Welse aufzieht. Ne? Also ganz Sucht. Kurz, wir haben ja ein paar Teiche im Grimmer rundherum, wollten die erhalten, deswegen schauen Sie einfach mal rein. Wir wollten die erhalten und deswegen machen wir eine Fischzucht, haben nebenbei noch ein paar Bienen dazu, vertreiben das Ganze selber. Und wer Lust hat, kann gerne mal vorbeikommen. Und das kleine Statement, dieses Jahr ist es sehr gut gelaufen. Das Wetter hat gut gepasst, insofern schauen wir mal dem Ganzen entgegen. Wir haben jetzt noch bis Ende Oktober die letzten Abfischungen und dann sehen wir weiter. Also die Silvesterkarpfen und die Weihnachtskarpfen sind alle vorhanden. Da sind wir zu zeitig dran, weil wir gehen oder fahren gerne zu den Abfischungen, um dabei zu sein und diese kindliche Neugier zu erleben, was taucht auf beim Abfischen, wie groß sind die Welse und die Hechte und... Ne? Einfach und vorbeikommen. Ja, okay. Am 7. November. Das haben wir jetzt als Einladung verstanden. Und wir würden jetzt einfach mal hier reingehen. Wie gesagt, es ist ein Überfall spontaner Art, nichts geplant. Und mit einer großen Gastfreundschaft. Und wir freuen uns. Und das Haus sieht auch sehr interessant aus. Nur deswegen bin ich stehen geblieben. Erst dann habe ich den Fischhandel gesehen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Würden Sie was sagen, eventuell? Okay. Wir reden noch mal kurz. Ach, das ist ja herrlich. Wir sind gerade beim Aufräumen hier. Wein wird dann zurückgeschnitten und dann ist entsprechend der Hof hier vorbereitet. Das ist momentan noch nicht der Fall. Deswegen. Und der Verkauf vom Honig? Ja. Wo erfolgt der dann? Hier bei mir mit Überladen. Ach, das ist ja... Da haben wir auch nicht damit gerechnet. Kommen Sie einfach das nächste Mal vorbei. Sind gerne eingeladen. Wunderbar. Wenn Sie mir noch eine kleine Karte mitgeben können oder Flyer, dann bringe ich das nämlich mit drin und wir berichten und ich mache eine kurze Aufnahme noch mit und dann machen wir es aus und sprechen nochmal privat. Bierkästen und sowas hier raus, nicht, dass hier die Bierkästen rumstehen. Ach, das ist so ein herrlicher Duft hier. Leider können wir den nicht übertragen. So, an der Kirche vorbei in Grimma sind wir immer noch auf dem Lutherweg. Wie bei unserem letzten Besuch in Leisnig, Burg Mildenstein, und sehen hier die sehr schöne Architektur der uns vielseitige der Grimmer Häuser. Und Hochwasserspuren sind für den Laien keine mehr zu sehen. Kommen jetzt vor zur Grimmer Druckerei. Hier Fachwerkhaus mit wunderschönen Fenstern. Sehr schön restauriert in der Frauenstraße. Hast du die Fenster gesehen hier? Ganz toll, ne? Mit den Balken. Wir berichten jetzt aus der Paul-Gerhardt-Straße und hier steht ein sehr schöner Rabur. Ein sehr schöner Rabur aus Machern, Firma Peter Kuschke. Sehr schön restauriert und für Stadtrundfahrten und Events und hat uns sofort angesprochen. Ja, ich habe in meiner Firma mit meinem Vater selber zwei Rabur gehabt, einen Diesel und einen Benzin. Und den Rabur habe ich damals vom VPKA, vom Volkspolizeikreisamt in Karl-Marx-Stadt, 1990 vor der Währungsunion in Karl-Marx-Stadt gekauft. Das eine war ein Werkstattwagen, den wir in Kern entrümpeln mussten, das andere waren Sani-Wagen. Das waren unsere ersten LKWs überhaupt gebraucht, uralt, aber robust und tolle Sache damals. Einer fährt jetzt noch, 30 Jahre später. Wir stehen jetzt vor einem sehr schönen
im Haus hier mit den Hochwassermarken. Die Oberhochwassermarke ist vom 13. August 2002. Und die untere, die immer noch im, sag mal, 2,50 Meter Höhe ist, ja, ist vom 3. Juni 2000. Aber da stand das neue Haus schon. Da stand das neue Haus schon. Und hier haben wir den Hauseigentümer und wir sind gerade hier stehen geblieben. Erzählen Sie einfach mal den Zuschauern vom Sachsenkanal mal ein paar Worte dazu. Das Vorgängerhaus war aus dem 17. Jahrhundert. Und das war bis eben dort oben hin. Ich stand in der Wohnung. Ja. Bis er her muss. Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Wir sind dann mit Schlauchbooten rausgeholt. Ja. Die meisten von uns haben die Aufnahmen damals gesehen, wie sich reißende Flüsse hier, ja, wo der Bürgermeister mit dem Bagger fast umgekippt wäre und ja, ganz schlimme und spektakuläre, ja, Aufnahmen. Und jetzt stehen wir hier in Grimma und ich hatte das Glück, dass ich die alte DDR-Allianz-Versicherung hatte. Alles klar. Da war das Haus, das Vorgängerhaus, war versichert. Ja, ja, ja. Und ich habe das nach der Wende noch zwei oder dreimal erhöht, die Versicherung. Ja. Und da war dann die Versicherung des Hauses war ungefähr 220.000 Euro. Ja. Und so, und aber der Denkmalschutz der Stadt Grimma wollte das so wieder ausbauen. Ja. Da war ich dagegen. Klar. Und da hat die Versicherung mitgespielt und hat gesagt, weil ja das Geld war ja hier auf das Grundstück, ja, festgelegt. Ja. Und da der Denkmalschutz, ich sage mal so, da war nicht, die waren alle nicht, entweder wollten sie nicht oder waren nicht. Hm. Da hat dann die Versicherung zu mir gesagt, du nimmst das Geld und kaufen sich ein Haus Erschenberge. Hm. Weil die Stadt, also der Denkmalschutz hat den Baubeginn verzögert. Ja, 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 ja. Ich hätte gedacht, ja, vielleicht war der ne. Aber die Versicherung, die Allianzversicherung Warte, die hat der Stadt dann gesagt, wenn gebaut wird, ja, wird das Haus so gebaut wie am Rhein. Ja, alles klar. Und das Untergeschoss Stahlbeton. Man sieht das so nicht, aber alles klar. Sehr vernünftig. So macht es ja auch Sinn, ne? Ich muss sagen, das war 13. Ja, es 2 ist. 2,50 Meter. Ja, 2,50 Meter, genau. Das ist schon alles. Und, ja. Ja, und da habe ich die Kerfe genommen und abgespritzt. Ja. Wo das Wasser wieder weg war. Ja, ja. Was wollen Sie denn da? Ist klar. Und hätten die das damals 2004, 2003, 2004, wollen die das in der Bauweise, wie das alte Haus aufgebaut, da hätte ich wieder ein Bruchbude gebaut. Ja, ist klar. Vielen herzlichen Dank vom Sachsenkanal. Danke. Wir stoßen immer wieder auf ganz gastfreundschaftliche Einwohner und Bürger von Grimma. Und das ist wunderschön geworden. Ja. Wunder, total schön. Ich zeige das gleich meiner Frau noch und vielen Zuschauern. Vielen Dank, alles Gute. Das Interview, was hier gerade mit dem Herrn Otto abgehalten wurde in der Paul-Gerhardt-Straße. Das war sehr interessant, weil er zum Hochwasser berichtet hat. Und die Paul-Gerhardt-Straße ist interessant. Ist noch ein Theologen und Kirchenlieddichter benannt. Und die ist so breit für das Mittelalter, weil hier war ein alter Jahrmarkt, auf dem die Mönche des Augustinersklosters nach der Ernte einen Stoppelmarkt hielten. Und jetzt gehen wir zum Kloster hier runter. Und zur Mulde. Und hier ist das Heimatmuseum, was auch sehr schön aussieht. Drin zu berichten ist heute schwierig, weil die 3-Regel gilt und wir müssten jedes Mal hier alles nachweisen und das ist ein Riesenaufwand und wir versuchen das also von außen her mehr darzustellen und zu zeigen, weil es ist zum Teil schwer zu vermitteln, dass wir immer wieder hier uns ausweisen müssen, immer wieder Tests machen müssen und lehnen das ja auch grundsätzlich eigentlich ab,
um auch was filmen zu können, müssen wir überhaupt irgendwas machen. Und ja, hier. Also sehr interessant mit dem Klostergarten. Und jetzt sind wir an der Mulde unten. Vor ein paar Tagen waren wir noch an der Neiße, an der Breitneiße in Görlitz. Danach an der Spree in Bautzen, haben über das tausendjährige Bautzen berichtet. Und heute berichten wir von der Mulde aus Grimma. Hier vorne die Brücke, hier ging die Flut, wie gesagt, in 6 oder 7 oder 8 Meter Höhe lang. Unvorstellbar. Es ging ja bis in den zweiten Stock von den Häusern, was wir gerade die Hochwassermarke gezeigt haben. Tolles Grimma, sehr, sehr schön. Und wieder große Gastfreundschaft erlebt mit Bürgern, die uns sogar angesprochen haben. Können wir ihnen helfen und was wollen sie wissen? Und sollen wir irgendwas sagen, erzählen, wenn ich dann sage, wir kommen vom Sachsenkanal. Und das ist sehr schön, wie wir hier aus der Heimat berichten können von unserem Reichtum an Natur, an Flusstälern, an Burgen, an Schlössern, an Architektur, an Geschichte. Diese tolle Historie seit 1000 und über 1000 Jahren. Leute, seid euch dessen bewusst und lasst euch nicht kleinreden und kleinkriegen. Euer Sachsenkanal.